Willkommen zu einem sehr düsteren Game der Zelda-Reihe, und zwar The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Damals auf dem N64 erschienen, während vorher noch hier Ocarina of Time kam, aber Majora's Mask ist ein eigenes Game, da braucht nicht irgendwie die Story von Ocarina of Time. Von der Timeline her ja, aber wichtig. Items gibt's aus Ocarina of Time, aber ja. Also, es hat bei der Abstimmung gewonnen. Und da spiele ich jetzt Majora's Mask angekündigt, dass es so gegen Mitte Oktober kommt. Und ja, vorher hier Skyward Sword wollte ich ja eigentlich machen, aber es ging ja aus irgendeinem Grund nicht. Darum dachte ich, ja, muss ich halt ein anderes Zelda-Game nehmen. Und habe ich gedacht, ja, in die Abstimmung nehme ich jetzt Majora's Mask rein. Und nein, ich will kein Windows-Backup machen. Hier ist Test-Account, ob es gut läuft, und tatsächlich, es läuft gut. Wie heiße ich? Das seht ihr jetzt nicht, weil das hier ein bisschen eine andere Eingabe ist für mich. So, wie heiße ich? Basti. Ja, reicht auch. Scheiß Windows-Meldungen, Alter. Egal. Let's go rein in das Game. Im Lande Hyrule vernimmt man allerorts eine Legende, die königliche Familie selbst hütet, wie einen Schatz. Diese Legende erzählt die Geschichte eines Jungen. Ich habe mich, glaube ich, schon zu Beginn verlesen. Egal. Eines Jungen, der das Böse besiegte, dem Land den Frieden brachte und so in den Herzen der Menschen für immer seinen Platz fand. Doch eines Tages verließ er das Land, welches ihn selbst zur Legende werden ließ. Vorbei waren die Kämpfe, welche selbst die Grenzen der Zeit überwanden. So brach er zu einem neuen Abenteuer auf und zu einer Reise, die nur ihn betraf und von der keine Seele erfahren sollte, zu einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund. Als er sein heroisches Schicksal erfüllt und seinen Platz inmitten der Legenden eingenommen hatte, hatten sich... Ich komme mit dem Text nicht durch. Ich lese viel zu langsam. Bin gerade erst aufgestanden, okay? Warte, das ist besser. Okay. Frage mich übrigens immer wieder, wo er von Ocarina of Time bitte hier mit Epona lang gewandert ist, um in diese Wälder zu kommen. Ey! Den Dude hinter der Maske kennt man. Der war damals schon im Wald. Hey, das war gut, ihr Feen. Ich frage mich, ob er wohl etwas von Wert bei sich trägt. Uch, dieser Kerl, ich kenne ihn. Nun, das soll aber nicht weiter stören. Damals in den verlorenen Wäldern hat man ihn mit ihm Ocarina gespielt, und jetzt ist er einfach so ein Asi und beklaut uns. Oh, was für eine hübsche Ocarina. Hey, Horrorkid, lass mich auch mal. Ich will sie sehen. Das geht nicht, Tael. Stell dir nur vor, sie fiele dir aus den Händen und würde zerbrechen. Du darfst sie nicht berühren, auf keinen Fall. Oh, aber Schwester, warum darf ich nicht auch? Spielen kann er jedenfalls schon mal nicht. Jetzt will er auch noch mit dem Pferd entkommen. Epona, hör auf zu rennen. Dummes Scheißpferd.
Okay, auf dem Touchscreen ist das aufgetaucht. Er ist einfach weg mit Epona und unserer Ocarina. Alle anderen Items hat der Link natürlich nicht mitgenommen. Nee, wer braucht die? Okay, erstmal Geld mitnehmen, das ist gerade wichtiger. Auch wenn die Musik gerade ziemlich abgeht. So, Skulte, das muss man sich jetzt zum Glück nicht auf der ganzen Map umschauen. So, meine gute Sache. Egal, gehen wir weiter. Wahrscheinlich weißt du das schon alles, aber hier ist noch einmal eine kurze Zusammenfassung der Steuerung. Man kann sich tatsächlich bewegen, wusste ich nicht. Ich bin zwar hierher gelaufen, aber mir ist nicht aufgefallen, dass ich da meinen linken Stick benutze. Schwinge dein Schwert mit B. Kleinere Stufen überwindest du mit Laufen. Läufst du mit auf Abgründe zu, springst du automatisch. Wenn du hinunterfällst, probiere es erneut. Okay. Ah, geil. Jump'n'Run-Profi am Start. Wenn ich die Kamera drehe, kann ich besser laufen, ganz ehrlich. Ja, geil. Schau halt, was vor dir ist, meine Fresse. Ganz weirde Cutscene. Wenigstens geht's ihm gut nach dem Sturz. Was ist bloß mit deinem dämlichen Esel los? Er gehorcht keine meiner Befehle. Der ist gerade mit dir weggerannt, während ich hinten dran war. So ein blödes Vieh bringt keinen Nutzen. Ich habe dir die Bürde abgenommen, es loszuwerden. Hat er Epona umgebracht? Oh, warum das traurige Gesicht? Ich könnte ein bisschen mit dir spielen. Na komm schon, glaubst du etwa, du könntest in dieser Form gegen mich antreten? Was hat er mit dir für Kräfte? Was? Ach du Scheiße, wie heißen die? Deku, oder? Ach du Scheiße! Gesicht steht dir viel besser. Selbst nun hier muss für immer ein Deku bleiben. Sonst einfach verflucht. Schwester. Ja, hätte die mich mal nicht geschlagen, ne? Pech gehabt. Jetzt sind die anderen weg. Ohne dich. Hey, Horror-Kid, warte auf mich, ich bin noch hier. Tae, du kannst ohne mich nicht fort. Ja, Pech gehabt, ne? Du, wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht von meinem Bruder getrennt worden. Nun sitze hier nicht rum, Deku-Junge, tu etwas. Ach, Bruder, ich dachte, es wäre beides Mädchen. Was schaust du mich so an? Habe ich irgendwas im Gesicht? Auf mich anzustarren, öffne lieber diese blöde Tür. Bitte komm schon, ein hilfloses kleines Mädchen bittet dich, was dich gerade eben noch verprügelt hat, aber ja, ist egal. Also beeil dich gefälligst. Oh, Tael, ich hoffe nur, dass dem Kleinen nichts zustößt. Ja, Alter. Okay, auf einmal sind wir ein Deku. Und ja, es hat einen guten Grund, warum ich die 3DS-Version spiele, denn
Es gibt einige Sidequests und in der N64-Version, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es etwas schwieriger, hier einen Überblick zu behalten, was man hat und was nicht. Und das will ich bei Majora's Mask hier behalten. Hey, warte auf mich, lass mich nicht zurück. Also, was da vorhin geschehen ist. Ich entschuldige mich. Also nimm mich bitte mit. Na, geht doch. Willst doch mehr über dieses Horrorkit in Erfahrung bringen. Nun, vielleicht weiß ich ja, wo es sich aufhalten könnte. Nimm mich mit dir und ich helfe dir bei der Suche. Abgemacht? Bitte. Gut, dann ist es abgemacht. Ich werde aber nur so lange bei dir bleiben, bis wir das Horrorkit gefunden haben. Mein Name ist Taya, also nett, dich kennenzulernen, oder auch nicht. Nachdem wir es nun abgeklärt haben, können wir uns nun endlich in Bewegung setzen. Wenn ich auf etwas zufliege, drücke Steuerkreuz rechts und ich gebe dir wichtige Informationen. Hoffentlich kommst du bis dahin, klar. Habe ich es überhaupt eingestellt, dass ich das machen kann? Nein. Ich kann sie nicht rufen. Einmal. Doch, kann ich. Sie muss nur was sagen. Ja, wenn ich nach dir rufe, solltest du besser rasch Steuerkreuz rechts drücken. Ich sehe schon, dass dich noch nicht an dein Dasein als Deko gewöhnt. Also gut, hör zu. Siehst du in deiner jetzigen Form auch eine Blume? Ja, kannst dich schleudern. Ist in Ordnung. Nein, ich will dich nochmal. Ja, ich hab's kapiert. Wirbelattacke geht auch, das wissen wir. Hatten wir alles schon ausgeführt. Die Steuerung ist etwas eckiger, aber damit muss ich lernen, klarzukommen. Naja, schwierig wird es ja eh nicht. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ihr habt das Spiel damals, ich weiß nicht, fast 100% gespielt und demnach habe ich tatsächlich hier ein gutes Gefühl beim Let's Play. Aber mal schauen. Pekonüsse. Zerbierst die Nuss und setzt einen gleißenden Blitz frei, der die Gegner blendet. Du weißt doch, wie man Items benutzt, oder? Wenn du auf dem unteren Bildschirm irgendeine Scheiße berührst, öffnet sich das Inventar. Mit Schiebepad kannst du Items auswählen und rechts auf XY 1 und 2 legen. Das waren noch die römischen Zahlen, ne? Du kannst ein Item auch platzieren, indem du es über den Touchscreen führst, was immer dir leichter fällt. Danach brauchst du nur noch den jeweiligen Knopf zu drücken, beziehungsweise die Schaltfläche zu berühren, um das Item zu verwenden. Oh. Fuck, da will ich hin. Es wird nichts, oder? Doch. Ging ja doch noch irgendwie gut. Hey, du mach schon, drücke L und sprich gefälligst mit mir. Was? Hat es das Ding gesagt? Ich glaube ja. Eigenartig, auf irgendeine Art und Weise siehst du diesem Baum sehr ähnlich. Er sieht sehr düster und traurig aus, als würde er jede Sekunde zu weinen beginnen. Wie traurig. Ist das der Geist, der von uns Besitz ergriffen hat? Beziehungsweise die Leiche von dem? Es kann auch irgendein Deku sein. Es könnte aber auch der sein, der Besitz von uns ergriffen hat. Ah. Den Song kenne ich schon. Sehr schöne Musik, die auch eine Creepypasta hier mal wieder mit sich zieht, aber ich will hier nicht creepypasten, ich will hier ein schönes, glückliches Let's Play machen, okay? Also ein bisschen weniger düster sein Spiel und dann passt alles. Und hier kann man sich übrigens anschauen, wie es weitergeht, wenn man zu blöd ist. Also vom Spiel eine Möglichkeit. Das Schicksal hat es nicht gut mit dir gemeint. Ich bin Besitzer des fröhlichen Maskenladens. Die Suche nach Masken führt mich weit umher. Während einer meiner Reisen wurde mir eine sehr wertvolle Maske von einem Kobold gestohlen. Welch ein Verlust, doch immerhin habe ich dich gefunden. Die Majora's Mask wahrscheinlich. Nimm mir nicht übel, dass ich dir gefolgt bin.
denn ich kenne den Weg zurück zu deiner ursprünglichen Form. Hol dir das kostbare Stück zurück, das man dir gestohlen hat, und ich werde dich zurückverwandeln. Gegenzug, alles was ich dafür verlange, ist, dass du mir meine wertvolle Maske zurückbringst, die mir der Kobold gestohlen hat. Wie bitte? Das ist doch eine einfache Aufgabe. Willst du nicht allen Ernstes erzählen, für jemanden wie dich sei das unlösbar? Eine Sache noch. Leider bin ich ein sehr beschäftigter Mann. Muss in 3 Tagen aufbrechen. Ich wäre überaus dankbar, wenn du mir die Maske bringst, bevor meine Zeit hier um ist. Nun gut, du wirst mich nicht enttäuschen. Du bist jung und von außergewöhnlichem Mut. Sicher findest du sie bald. Ach, eines noch. Bitte sieh dir doch noch einmal dorthin. Ja, hier ist diesen eigentümlichen Stein dort. Man nennt ihn einen Schiekerstein. Wenn du ihm dein Leid klagst, wird er dir den richtigen Weg weisen. Wenn du also einmal nicht weiterkommst, wende dich an ihn. Also, ich verlasse mich auf dich. Ich glaube, da kann man tatsächlich auch nach Herzteilen suchen, aber... Das brauche ich jetzt nicht zu Beginn. Das können wir zum Ende mal schauen. Jetzt nicht so scheiße. Oder ich verwechsel es gerade mit Skyward Sword. Da ging es, glaube ich, auf jeden Fall mit den Herzteilen. Ich sehe da oben auch schon eins. Der Kerl macht mir Angst, dieser Maskenhändler war. Oh, Verzeihung, hab nur laut gedacht. Nur 3 Tage? Selbst wenn wir keine Sekunde schlafen, bleiben uns nur 72 Stunden. Dann setz dich in Bewegung. Wir sind zur großen Fee, du möchtest doch das Horror-Kit finden, oder? Bloß Fee weiß sicher, was es als nächstes vorhat. Sie sieht alles. Unter uns gesagt, das Horror-Kit hat keine Chance gegen die große Fee. Wie war das? Der Schrein der großen Fee müsste irgendwo in dieser Stadt sein. Wo? Naja, irgendwo halt. Frag mich nicht. Ich kenne mich hier auch nicht besonders gut aus. Am besten wir schnappen uns eines der Kinder hier und fragen es nach dem Schrein. Ah, erstmal ein Kind mitnehmen, sehr gut. Müssen jetzt erstmal einen Plan verschaffen und die Karte ist nicht gerade hilfreich, geil. Okay, ich habe noch ein bisschen eine Ahnung von den Orten, aber in Unruhstadt. Ich weiß halt nicht, wo so mal lang geht, ne? Also ich kenne tatsächlich Tricks, um an Orte zu kommen, wie hier hoch. Hatte ich schon gesehen, aber perfekt in der Ausführung bin ich jetzt nicht. Also ich weiß, dass man, wenn man hier hoch geht, was anscheinend als Deko nicht geht, dass man dann hier gegen bouncen kann und da oben landet. Ich weiß nicht, ob das die N64-Version war, aber ich habe den Glitch tatsächlich schon gemacht. Und ja. Jetzt ist es halt wichtiger herauszufinden, wo es lang geht. Und ich glaube, da drüben ging es lang. Ach, warte mal, vielleicht meine Taya das mit Kind. Bitte erhöre mein Flehen, das Horror-Kit hat meinen Körper zerschmettert und die Einzelteile in alle Winde verstreut. Bitte bring mich zur Feen für den Nordunruhstadt. Nordunruhstadt? Ich dachte gerade, das wäre ein Kamerasymbol. Klingeln Sie, falls Sie ein Anliegen haben. Bettler unerwünscht. Kuriositätenladen. Hi. Hi. Ey, nicht wegrennen. Hallo? Dann halt nicht. Vielleicht, wenn wir normaler links sind. Geht es dann nach Nordunruhstadt? Aber hier geht's raus aus der Stadt. Hier könnte Nordunruhstadt sein. Ich glaube, wir befinden uns gerade im Süden. Müsste doch hier eigentlich der Norden sein. Ja, sieht gut aus. Genau. Und da ist ein Herzteil.
Scheine ich aber nicht hochzukommen, so. Die Leute, die schon etwas weiter im Spiel sind, hier kann man mit der Fuchsmaske, wenn man alle kaputt macht, was bekommen, aber weiß ich nicht, ob hier überhaupt irgendwer das Spiel gerade mitspielt. Vielleicht ja für eine 100% Jagd. Nur grüne Kleidung, weiße Fee. Mein Herr, seid ihr vielleicht eine Waldfee, oh liebe Güte? Ich heiße Tingle, mein Herr. Ich denke, ich bin genau wie Sie eine Waldfee. Obwohl ich bereits 37 erreicht habe, ist mir unglücklicherweise doch keine Fee erschienen. Vater sagt, ich soll mich meinem Alter entsprechen halten. Aber weshalb? Ich sage es Ihnen, Tingle selbst ist eine wiedergeborene Fee. Solange ich hier stehe und auf meine eigene Fee warte, helfe ich meinem Vater, indem ich Karten verkaufe. Glückspilz, Glückspilz. Sie müssen überglücklich sein, eine Fee zu haben. Genau, genau. Wir sollten Freunde werden. Ja, als Zeichen meiner Freundschaft gebe ich Ihnen einen Sonderpreis für meine Karten. Wollen Sie eine von Tingles Karten kaufen? Ja. Okay. Du hast die Karte von Onustadt erhalten. Yes. Ja, was die ganzen Sachen bedeuten, ist mir schon klar. Vom roten Ding kamen wir her. Und das Tutorial brauche ich jetzt nicht. Ey, das werde ich nicht sagen. Ich rufe nicht Tingle Tingle Kululimba. So, hier oben geht's dann. Da drüben war ein Deko-Minispiel, aber. Naja, wir haben nicht besonders viel Zeit hier irgendwas zu machen, daher. Oh nein, die große Fee. Wir haben mir die ja wiedergebracht. Ah. Ja, im ersten Part so eine Person. Ist doch toll. Taya und du, junger Freund im fremden Körper. Hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Ich ließ mich von diesem Kind täuschen, weil ich dachte, es würde mir helfen. Alles, was ich momentan für dich tun kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gewähre ich dir die Gabe der Magie. Bitte nimm dies bescheidene Geschenk an. Ah, yeah. Das Ding kann man später noch verdoppeln. Ich glaube, ich habe etwas im Auge. Ich wurde halt von einer Biene irgendwann mal gestochen. Hier im Auge, deswegen. Ja, weiß ich nicht, ob es immer noch so wirkt, als würde das eine weiter offen sein als das andere, aber ich glaube schon. Dir wurde die Gabe der Magie verliehen. Drücke B und lass wieder los, um in deiner derzeitigen Gestalt Blasen zu verschießen. Ziele frei mit Steuerkreuz oder automatisch mit L. Deine Magieanzeige verringert sich mit jedem Schuss. Magieflaschen und Elixiere stellen deine magischen Kräfte wieder her. Jeder Mann, der außerhalb der Stadt in seinem Observatorium die Lichter Simmets erforscht, weiß mehr über den Verbleib des Horrorkids. Das schätze niemals seine Kräfte, junger Freund. Wenn er einst wieder seine ursprüngliche Form erlangt hast, besuch mich nochmal. Ich werde dann wieder zur Seite stehen. Okay. Also man soll als normaler Link wieder zu ihr kommen, oder was? Kann ich machen, aber wieso? Wir haben noch keine 40 Rubine, also Dinge runterschließen bringt nichts. So geht das. Hast du gerade den Ballon abgeschossen? Nicht übel für einen Deko-Kerl. Wir Bomber haben ein Versteck, von dem aus man ins Observatorium gelangt. Du brauchst einen Code, um reinzukommen. Vielleicht verrate ich ihn dir ja. Glaub ja nicht, dass das so einfach ist. Zuerst musst du einen Test bestehen. Okay. Na gut, Aufstellung, Jungs. Wir fünf werden uns irgendwo in der Stadt verstecken und du musst uns finden. Du hast bis morgen früh Zeit. Wenn du uns bis dahin alle findest, verraten wir dir den Code. Ach ja, und benutzt bloß keine Deko-Nüsse. Die Dinger machen so einen grellen Blitz, das ist unfair. Kann's losgehen? Wow, deine Dude verkackt, der war hart. Hier ist wahrscheinlich auch schon jemand irgendwo. Ja. Ah, du hast mich gefangen, jetzt sind nur noch vier übrig. War ziemlich einfach. Okay. Dann suchen wir nach dem nächsten.
Könnte noch ziemlich nervig werden. Da ist der Dude, der blockiert. Den müssen wir nicht finden. Glaube ich. Aber trotzdem mal hin. Wenn du hier vorbei willst, musst du mir den Code sagen. Ja, weiß ich nicht. Dort unten waren wir schon. Hier bekommt man was, aber wir können halt Deko nicht springen, das wird nichts. Oder ist er vielleicht in der Kiste? War da nicht was? Ich glaube, da war einer in der Kiste oder so. Jetzt sollten wir mal hier oben schauen. Du hast mich gefangen, jetzt sind noch drei übrig. Let's go. So, dann auch nach Südunruhstadt. Das ist der größte Bereich, wo sich irgendwer rumtreiben könnte. Hier in der Kiste, das muss es sein. Ja. Du hast mich gefangen, jetzt sind noch zwei übrig. Wo auch immer die sind. Naja, wir waren im kompletten Teil noch nicht. Waschplatz hier scheint niemand zu sein. Oh! Du hast mich gefangen, jetzt ist noch einer übrig. War tatsächlich eine gute Idee, sich in die hinterste Ecke zu stellen und dann hier in einem Karton zu chillen. Weil er so weiß, dass er hier da eh nicht flüchten kann. Das ist eigentlich eine gute Idee. Versteckprofi. Hey, bist du eigentlich nicht langsam etwas erschöpft? Wenn du Erholung brauchst, lass eine Pause auf dem Platz hinter dem Uhrturm einlegen. Das ist so eine seltsame Statue. Ja, nee, noch haben wir Zeit. Das letzte Kind zu finden. Da steht's. Danke, Einführung. Das hat mir das Ding einfach mies geholfen. Naja, ich hätte ihn eh gesehen, aber. Und es weiß ich, dass er da ist. Oh nein, erwischt. Bist ziemlich gut drauf für einen Deko-Kerl. Wärst du nur ein Mensch, dann könnte ich dir ein Notizbuch geben und dich zu einem vollwertigen Mitglied machen. Was denkt ihr, Leute? Auf keinen Fall, keine Dekus. Ja, wir haben einmal ein nichtmenschliches Kind aufgenommen und Junge, Junge, haben wir das bereut. Tut mir leid. Aber wie versprochen verrate ich dir den Code. Ich werde ihn aber nur einmal sagen, also pass gut auf. Bist du bereit? 1, 2. Nee, warte. 15432. Das ist ein sehr simpler Code. Der Eingang zu unserem Versteck befindet sich in Ostunruhstadt. 15432. Oder noch simpler kann der Code ja nicht sein. Ist ja fast schon 12345. Oder nur fast. Ja, eigentlich können wir jetzt speichern. Ja, rein da. Gut, 28 Minuten, das passt eigentlich für den ersten Part. Wir sind da sehr gut vorangekommen. Und mal schauen, wie weit wir dann im nächsten Part kommen. Können wir in diesen 3 Tagen das Horrorkit aufhalten? Es ist ja schon der halbe Tag rum und ich soll den Part beenden, bevor es noch schlimmer wird. Also, bis zum nächsten Part und ciao.